Kia hat seine Modellpalette um ein Modell erweitert und das ist dazu noch ein Hybrid. Ja, herzlich willkommen zu unserem Review des neuen Kia Niro. Wie schon erwähnt, handelt es sich hier um einen Hybrid. Und ich muss sagen, Kia hat es geschafft, dass es nicht wirklich ausschaut, als wäre das Auto teils elektrisch betrieben. Ja? Bis auf so zwei Bracketten im Innenraum und am Heck fällt eigentlich nicht auf, dass der Wagen, wie gesagt, ein richtiges Ökofahrzeug ist. Designmäßig finde ich ihn auch sehr gelungen. Gerade diese neuen Lichter und diese Einwölbungen auf der Motorhaube geben dem Wagen einen sehr erwachsenen Look und trotzdem schaut er auch relativ aggressiv aus. Was mir persönlich auch gut gefällt, sind diese Lufteinlässe hier an den Seiten, die funktionell sind. Hier saugt er eigentlich Luft an, beziehungsweise geht die Luft rein und geht hier beim Reifen vorbei, damit er eigentlich eine bessere Aerodynamik hat, was wiederum den Verbrauch senkt. Ja, der Wagen hat so eine Systemleistung von 141 PS und der Vorteil zu den Toyota-Konkurrenten, also Prius, Auris, ist, dass der ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe hat. Das kennen wir schon aus dem Hyundai Ioniq, ist auch die gleiche Technik. Und das gibt dem Wagen auch ein bisschen einen sportlichen Touch. Also für einen Hybrid kann ich das Auto sehr gut um Kurven bewegen. Und dadurch, dass ich auch im Sportmodus selbst schalten kann, macht auch richtig Spaß. Der Preis, eigentlich so um die 30.000 Euro, ist wirklich nicht schlecht. Wir haben ihn hier in der Platin-Ausführung mit allem drum und dran. Ja. Also darf man sich wirklich nicht beschweren. Da hat Kia wirklich ein tolles Auto auf die Reihe gestellt. Auch hinten finde ich den Kia Niro echt gut gelungen. Bis auf diese kleine Plakette, wo Eco Hybrid draufsteht, weist eigentlich nichts darauf hin, dass es sich hier um ein Elektroauto handelt. Zum Teil natürlich. Ja, designmäßig finde ich ihn, wie gesagt, auch sehr gut. Gerade diese Rückleuchten, die zwar nicht in LED-Optik sind, aber trotzdem sehr modern wirken. Ich finde auch, dass Kia es gut geschafft hat, die Rückfahrkamera unterzubringen. Eben hier unter dem Scheibenwischer fällt sie nicht einmal so wirklich viel auf. Ja. Kofferraum ist bei einem Hybrid meistens immer so ein Thema. Ja. Wir haben hier 425 Liter Kofferraumvolumen. Das Problem natürlich beim Hybrid ist, dass ich kann den Kofferraumboden nicht verstellen, weil darunter natürlich auch die Batterien und die Elektrik drin sitzt. Jetzt, da ist halt immer so die Sache, wenn ich schon Hybrid fahren will, muss ich halt da ein bisschen einsparen. Aber ich finde trotzdem, es ist absolut ausreichend, was das Auto reinpacken kann. Ja, im Innenraum zieht sich auch das moderne Design vom Kia durch. Gerade wenn man sich so die Mittelkonsole anschaut mit dem integrierten Touchscreen, er wirkt sehr modern. Das System ist eh schon bekannt aus den Hyundai-Modellen, also vor allem vom Ioniq, es ist gleich und leicht zu bedienen. Also das ist wirklich ein Vorteil, wenn ich mich wirklich beim Fahren noch nicht drauf konzentrieren muss, weil es ist sehr einfach zu bedienen einfach. Ich habe hier meine paar Tasten heraus, mit denen kann ich eigentlich alles gut einstellen und ich finde, das ist auch ziemlich gut gelungen. Die Tachoeinheit natürlich ist typisch Hybrid. Wir haben hier keinen Drehzahlmesser, sondern einfach nur eine Nadel, die ganze Zeit zwischen Eco, Charge und Power hin und her springt. Kommt drauf auf meine Fahrweise natürlich an. So wie jetzt fahren wir so ganz gemütlich mit 50 dahin, fahren wir rein elektrisch schon. Man merkt, im Innenraum ist es sehr angenehm, weil es ist wirklich ruhig. Trotz den Winterreifen ist der Lärmpegel sehr gering. Das ist eigentlich ein hoher Komfort von dem Auto. Wenn wir schon beim Thema Komfort sind, fahren tut er sich richtig gut. Man kann den Wagen auch ein bisschen sportlicher fahren, gerade durch dieses 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, wo ich auch selbst schalten kann, wenn ich möchte, kann der Wagen wirklich gut vorangehen und eben auch durch Kurven. Trotzdem ist er auch sehr bequem beim Fahren, also wir haben sehr bequeme Sitze, die unter anderem auch beheizt und gekühlt sind. Wir haben Lenkradheizung dabei, die Sitzheizung haben wir auf den äußeren Sitzen hinten auch noch dabei. Also da muss man wirklich sagen, da hat Kia ordentlich nachgezogen. Diese kleinen Features, wie die Sitzheizung hinten, die ist schon ziemlich cool. Also da hat VW und so, die haben das noch nicht dabei. Und da muss ich sagen, da sind sie wirklich technisch weit voraus. Ansonsten haben wir natürlich alle Sicherheitsfeatures dabei. Wir haben einen Abstandstempomat, einen Notbremsassistent, einen Spurhalteassistent, mit dem ich theoretisch auch auf der Autobahn bis zu einer Minute circa selbst fahren kann. Ich muss natürlich immer einen gewissen Druck auf dem Lenkrad ausüben, damit er weiß, dass ich noch da bin sozusagen. Und sonst bricht doch irgendwann den Lenkassistenten ab. Also da muss man aufpassen, dass immer schön brav die Hände am Lenkrad natürlich lassen.
Ja, wir haben natürlich auch eine Zwei-Zonen-Klima automatisch drinnen. Ich kann alles schön individuell einstellen. Vor allem, was ich lustig finde, dass ich die Beifahrer-Klimaanlage ausschalten kann, eben über diesen Driver-Only-Knopf. Und mein absolutes Highlight natürlich ist das Schiebedach. Es ist ja nur ein kleines Schiebedach, also nicht so wie jetzt bei den Kombis, die noch dieses mit zwei Segmenten haben, die ganz großen. Ein kleines, aber es bringt trotzdem viel Licht da rein. Ich kann es kippen, ich kann es komplett aufmachen. Und es blast nicht einmal wirklich herein. Also ich kann es komplett offen fahren. Wenn die Heizung an ist, wird es auch, wenn es minus 4 Grad hat, wird es auch nicht wirklich kühl im Auto. Es ist einfach nur schön, weil schön Licht reinkommt. Ja, der kleine Crossover von Kia ist wirklich ein gutes Auto. Vor allem, weil es ein Hybrid ist und ich finde auch, er drängt sich nicht so auf. Gerade mit Design, er ist ganz schlicht gehalten. Das gefällt mir, weil im Endeffekt, er zeigt es nicht so. Ich bin ein Hybrid, ich fahre elektrisch, ich schaue auf die Umwelt. Das ist einfach ein normales Auto, was auch sehr sparsam sein kann. Ja, so kleine Sachen sind schon natürlich noch ein bisschen ausreifungsfähiger, wie zum Beispiel, was wir auch schon beim Hyundai auch nicht gehabt haben, dass ich keinen EV-Knopf drinnen habe, wo das Auto, auch wenn ich ein bisschen stärker aufs Gas steige, nicht in den Benzinmodus wechselt. Das fehlt bei diesen Modellen noch, aber wie gesagt, da kann ich hier sicher noch nachbessern, wird sicher nicht der letzte Hybrid sein, den sie rausbringen. Ansonsten kann ich an dem Auto eigentlich nichts bekritteln, er schaut gut aus, hat einen fairen Preis und schaut sogar noch auf die Umwelt. Auf jeden Fall danke an das Autohaus Robinson in Graz für die Bereitstellung dieses Wagens. Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und vergesst bitte nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.